Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu. Jetzt wollte ich echt ein falsches Spiel sagen. Zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich wollte gerade World of Warships sagen, weil das gerade im Chat stand. Und ja. Ja, wie ihr sehen könnt, die Grafik ist auch wieder normal. Irgendwie hatte GeForce Now gerade wohl Uploads gemacht oder sowas und dadurch litt die Grafik, ja. Aber jetzt scheint es wieder normal zu sein. So. Wir wollen natürlich die Quest machen und wollen jetzt. Wo wollen wir hin? Gut, wahrscheinlich war jetzt für die Zuschauer auf YouTube gerade eine stumme Phase. Ich muss mir angewöhnen, dass ich die Soundeffekte abstellen muss. Denn eben ist ein Lied gespielt worden, was mega geil klingt, aber das ist leider nicht YouTube-konform. So, warte, wir müssen noch hier irgendwo hin. Los, Ach, genau, da oben. Szenen. Da oben müssen wir hin. Alles gut, Rooney. Alles gut. Das entfernt YouTube ja von sich dann aus. Ja gut, hier ist fast so, als wenn man in den falschen Turm rennt. Ja. Jetzt hier wieder klettern, klettern. Ich wünschte, ich könnte genauso gut klettern wie er. In jede Rille mit den Fingern so rein und dann hochziehen. Aber das Schuhwerk damals war wohl legendär, dass er nicht einmal abrutscht. So, irgendwo hier muss ja das Objekt unserer Begierde sein. Ja, glaube ich. Oh. Das sieht nach dem richtigen Ort aus. Da Hier. ist der Samen im felsigen Griff des Berges. Vielleicht befreit ihn etwas Hitze aus der Umarmung. So. Einmal die Fackel. Wow. Wehe, du fällst jetzt hier runter. Zielen und. Hoi. Also gerade voll daneben geworfen. Die Sand wird keine Wurzeln schlagen, wenn ich sie nicht wässere. Ernsthaft? Habe ich überhaupt Wasser da? Ach nee, ich muss das Ding jetzt aufnehmen. Alter, das ist aber ein großer Stein. Haben wir denn hier auch Wasser oder? Nee, ich muss bestimmt wieder runter. Ne? Muss ich jetzt den ganzen Berg wieder runterjumpen? Ich muss Ivaldi die Wurzel besorgen, bevor sie zu fest sitzt. Okay, irgendwie. Ah, okay. Ich kann direkt runterspringen. Okay. Ah, umdrehen und hier. Interagieren. Mal sehen, was du damit anfängst, Ivaldi. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder. Genau. Sprich mit Ivaldi. Gut, dann teleportieren wir uns jetzt hier wieder. Hierhin? Oh. So. Besser als ja jetzt ganz hinzutraben. Und jetzt Geronimo! Oh. Alle. So, dann soll uns die Weide jetzt mal das Seil fertigen. Damit wir den Sohn von Loki auch festbinden können. So, einfach so runter.
Doch, einfach so. Weiß ich gar nicht. Wir gucken. Wir testen einfach mal, ob ich hier einfach so runterjumpen kann. So. Zack, zack. Bring ihn her. Ich habe alles gefunden, wonach du verlangt hast. Wie schnell hast du dieses unzerreißbare Seil fertig? Sobald es fertiggestellt werden möchte. Wow. Diese Art von Magie darf man nicht drängen. Sie fließt in ihrem eigenen Tempo. Komm zu mir, wenn es bereit ist. Übrigens, nach unserem Gespräch über den Huger kam mein Vetter mit seiner eigenen Geistergeschichte. Ich glaube nicht an Zufälle. Dies ist also kostenlos. Oh. Was hat er gesagt? Borin, der Mann seiner Schwester, trank Met aus Jötunheim und sein Huger landete in einer Ziege. Der Geist eines Zwergs im Körper einer Ziege? Noch seltsamer war, dass seine Schwester nichts bemerkt hat. Oh, ist das mies. Zieh mich da nicht mit rein. Der Turm ist fast vollendet. Sei unbesorgt. Es bleiben nur wenige Stunden. Und doch zu viele. Ich fühle, wie sich die Falle um mich schließt. Die Falle zu erkennen, ist der erste Schritt, sie zu umgehen. Es kümmert dich nicht, wenn ich mit diesem Baumeister vermählt werde, oder? Nö. Kein Grund zur Sorge, es wird keine Hochzeit geben. Ich schätze meine... Du bist die Königin Asgards, die Herrin Folkwangs, die Hirtin der Gefallenen. Natürlich kümmert es mich. Und doch handelst du mit mir, als wäre ich irgendein Kleinod. Es war falsch von mir, dich so zu benutzen. Ich werde den Baumeister stellen und die Wahrheit aus ihm herauspressen. Eine schwache Entschuldigung, aber fürs Erste soll sie mir reichen. Wenn du mit dem Baumeister fertig bist, solltest du dich um Loki kümmern. Er hat jede Gelegenheit genutzt, uns tiefer hineinzureiten. Wenn Loki Ränke schmiedet, sorge ich dafür, dass er bestraft wird. Blutschwur hin oder her. Ganz genau. So, wo muss ich jetzt? Lebner! Machen wir mal die Fertigkeiten. Oh! Ja. So, die ersten Songs hier, ne, hat mich an die Hungerspiele, hier den Film erinnert. Es gibt neue Fähigkeiten. Bitte für Chance Nahkampf. Was haben wir hier aus? Oh, ausweichen, Streich. Okay, okay. Ja. Tiefer Kroll. Du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du das nächste Mal mit deiner Nebenhand parierst oder einen speziellen Angriff aus. Okay, das ist schon cool. Dann haben wir hier unten noch eine neue Punkte. Genau, Fernkampf, okay. Widerstand leicht, das gefällt mir. Fernkampf, ja, Erleichterung. Auge des Nordens. Du zuckst nicht, wenn du getroffen wirst, während du mit deinem Bogen zielst. Ach so, und auch wieder der Speer, okay. Irgendwo hier oben hatten wir doch auch noch was Neues. Ah. Widerstand schwer. Gesundheit, kritische Treffer. Großschwert, war nicht. Schwerer Schaden. Und kalte Wut. Du ignorierst starke Unterbrechung, während du eine Folge gewöhnlicher Nahkampfangriff ausführst. Dieser Effekt lädt sich nach einigen Sekunden wieder auf. Also sind schon coole Effekte mit dabei. Die glorreiche Frage ist jetzt ja nur, mit was wollen wir eventuell anfangen? Wir sind, glaube ich, hier als nächstes hingegangen. Solchen Kampf. Okay. Hier wäre... okay. Okay. Ich würde sagen, machen wir mal hier, oder? Ja, komm hier. Kritische Chance und ausweichen. So. Achso, hier. Ah, gut. Wir warten erstmal, bis hier alles fertig ist. Untersuche den Turm des Baumeisters. Habe ich gerade wieder einen Knick in der Optik, oder ist sie... Ah, ne, gut, die Grafik ist noch gut. Ich dachte, das schwankt jetzt wieder. So, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht mehr am Donnerstag
über GeForce Now aufnehmen. Da kommen immer die neuen Spiele. Die werden dann immer hochgeladen. So, wir müssen einmal dorthin. Haben wir da, warte, wo müssen wir dafür hin? Na. Lohnt sich nicht, hier die paar Meter mal eben zu teleportieren. Der Ladevorgang dauert länger, als da mal eben so lang zu laufen. Irgendwo da oben ist noch so ein Stein. Ich habe einfach mal keinen Plan, wo. Ah, vielleicht da oben. Okay. Ja, wenn man immer so nur nach oben guckt und nicht dahin, wo man eigentlich hinlaufen sollte. Würde dann in Laterne stehen, wäre ich jetzt voll gegenlaufen. Ja, lauf, 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 lauf. Was? Ach, nur Feuer. Okay. Oha, das ist der Turm? Der war eben deutlich kleiner. Er hat den Turm vollendet. Wurden wir überlistet? Das wurde echt sehr, sehr schnell fertig gemacht. Halleluja. Und zwar das hier. Ungefähr die Höhe hier, ne? Jetzt in der kurzen Zeit. Kann ich hier irgendwie runterspringen. Testen wir doch mal. Wir runnen auf! Ja, das hat nicht geklappt. Ach, scheiße. Und wieder zurück. Geil. Ja, also Abkürzungen können tödlich sein. Verdammt. Das war wohl nicht die beste Idee. Ja, diesen Gedanken würde ich sogar unterstützen. Der Chat hat mich animiert, das zu machen. Mhm. Vor allem Doreen, die sagte, spring, spring, spring. Ah, jetzt. Wunderbar. So, neuer Versuch. Hä? Ich habe eben eiskalt verstanden, Kinderschänder. Hallo? Na komm, spring. Oh. Immer, du hast nur nicht gefragt, wohin oder wann. Jetzt. Dorthin. So, da ist der wunderbare Turm. Ich mag dieses Runterklettern nicht. Das dauert immer so lange. Da will man mal eine Abkürzung nehmen und dann ist es auch falsch. Weil vielleicht können wir hier mit einem Seil runtersausen. Na, fokussieren brauchen wir nicht, haben wir eben schon. Worum geht das denn? Na ja, komm, ist ein Anfang. Ich warte auf den Moment, bis die Axt in der Mitte durchbricht, ne? Sag mal, was machst du, hä? Jetzt ab ins Wasser! Von der Perspektive sieht es eher aus, als wenn er voll... Oh Gott, ich habe den Haufen gerade nicht gesehen. Ich habe den Haufen gerade nicht gesehen und dachte, eiskalt, der... Ja, okay, gut. Ja, aber irgendwann haben wir auch mal Glück.
Gut, wir haben es überlebt und wir sind endlich da. In Dreholm. Nee, komm mal her hier, du kleines Vieh. Komm, komm, bei Fuß. So, er ist fertig gemacht. Jetzt können wir ihn ja umhauen. Adrenalin ist voll, okay. Nicht mein bestes Werk, aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne. Nun denn, wo ist meine Königin? Auf eBay. Kann sie steigern, 5 Euro. Du bist fertig? Der Turm ist einsatzbereit? Eine Rune fehlt. Ich füge sie hinzu, sobald ich vermählt bin. Wer hat dir geholfen, die Arbeit abzuschließen? Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können. Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten. Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich. Hilfe von außen? Interessante Wortwahl. Also der Gegner. Sei gegrüßt, Tavi. Sei gegrüßt, Baumeister. Wir bringen dir deine Braut. Freya, meine Angebetete. Und das Lächeln sieht auch so echt aus. Warum grinst sie so schelmenhaft? Sie hat keinen Appetit. Es verlangt ihr nach dir. Du widerst sie an. Die letzte Rune ist noch nicht drin. Sie hungert, Baumeister. Nach dir. Ihr verlangt es danach, dich wie einen saftigen Leckerbissen zu verschlingen. Fabelhaft. Es wird sie freuen zu hören, dass ich denselben Hunger verspüre. Unsere Vereinigung wird ein Fest der Sinne werden. Genug geredet. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht, doch warum hat sie solch wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier. Ob schlafend oder wach, ihre Augen sehen nur dein Bild. Allem anderen gegenüber ist sie blind. Geblendet von Liebe oder Ekel? Ich verstehe nicht, was du meinst. Schinde keine Zeit und küss sie endlich und besiegle deine Verlobung. Ja, jo. Ein Kuss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl. Ob sie ihn gleich auf die Füße kotzt? Oh, die ist aber ganz schön groß, ne? Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten. Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein. Was ist das für ein Trick? Stimmt etwas nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig. Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch. Von einem Wolf. Betrug! Bringt mir die echte Freya oder ich ziehe mein Angebot zurück. Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist. Oh. Freya, du musst ihr doch nicht... Ihr habt kaum etwas, Aesir. Nur dieses nutzlose Denkmal eurer Unfähigkeit. Du warst ein guter Junge, Thor. Verspiel das jetzt nicht. Und du, Harvey. Du wolltest der Verantwortung entgehen, indem du keine Wahl trafst. Doch auch das war eine Wahl und sieh, wohin sie uns gebracht hat. Du wurdest missbraucht. Meine Taten, das Ergebnis ist nicht festgestellt. Noch bist du niemandes Preis. Wenn dieser Plan misslingt, kämpfe ich für dich, bis meine Sehnen reißen und meine Knochen brechen. Habt ihr dieses traurige Schauspiel nur für mich ausgeheckt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver eines Schweins bessere Dramen ab. Beende deine Arbeit oder leide. Keine Freya, kein Schild. Na, Hilhelm mit ihm, Harvey. Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt. Zeig es mir.
Tor, Tür. Behaltet unseren Gast im Auge. Freya, ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten. Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht. Verwandle dich zurück. Es ist verstörend. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet. Also du weißt nicht, wo seine Vorräte sind? Ganz sicher in der Nähe. Das Gebiet nie verlassen. So gut wie nie. Ja, zuerst sagt er weiß wo und jetzt weiß er es doch nicht. So. Wir müssen erkunden. Zeig es mir. Ja, also nicht mit dem Vogel. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir dadurch was finden. Oh. Hier. Oh, okay. Es sind einige Punkte, die hier aufleuchten. Naja. Das war ja voll. Nehmen wir die mal mit. Gut, der Köcher ist jetzt auch voll. Wir haben das Nest des Wurms gefunden. Sind das die Haustiere des Baumeisters? Welch seltsamer Geschmack. Beachte sie nicht. Ach. Noch eine Täuschung. Das wird der Baumeister büßen. Ich meine das. Weiche Dämon. So. Wo wachen Sie? Sind doch wahr. Da hinten ist eine Tür. Hilf mir, sie einzuschauen. Also arbeitet er doch mit dem Feind zusammen. Was sorgt dich, Harvey? Loki, kanntest du diesen Baumeister, bevor wir ihn bei Heimdalls Turm trafen? Ob ich ihn kannte? Als Freund? Oder seinen Namen? Hast du ihn eingeladen? Ich... das hab ich. Ja, er rettete meinen Sohn aus Jötunheim, also brachte ich ihn her und half ihm Arbeit zu finden. Das ist alles. Bring das in Ordnung, Loki. Oder der Blutschwur, der mich bindet, ist verwirkt. Für dich und deinen Sohn. Ist das klar? Wie der wolkenlose Himmel, Harvey. Okay. Ja, ob er sich dran hält, werden wir wohl sehr bald herausfinden. Mehr Wild. Geh weiter. Ich halte dir den sehr beruhigend. Ich ja, gehe ja. Am besten leise vorbei. Oh. Bei Ymirs Blut. Spät. Mir den Rücken frei halten, ich weiß nicht, ob das überhaupt... Oh, ein schönes Tier... Loki, erschlage diese Gestaltwandler! Wo ist er? Ach, da ist sie! Ich bin blind! Ach hier, wieder ein Mietzettel. Okay, er kann sich ja kloppen und ich nehme mal eben die Farbe. Ich habe die Farbe. Kannst du sie nicht mal endlich töten hier? Er braucht aber echt ganz schön lange, ne? Da sieht man auch welche Farbe. Rot, grün, rot. Okay. Wird also kein farbenprächtiges Bild. Auf deinen Rat hin. Finde einen Weg, seine Arbeit zu behindern. Sonst biete ich ihm dich als Lohn. Okay, der ist da irgendwo noch in der Höhle. Man hat ihn jetzt nicht wirklich gehört. Ich weiß nicht, ich denke mal, Loki wird uns noch verraten. Ich frage mich nur, wie. Keine Bewegung, Baumeister. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ihr habt meine Falle überlebt. Wie enttäuschend. Eindringlinge aus Jötunheim. Wir haben sie erledigt.
Bei Buris Hodensack kann ich ihn jetzt töten? Wir brauchen diesen Blender nicht. Wir stellen den Turm einfach selbst fertig. Er braucht meinen Huger. Ich bin durch die Magie eures Reiches an ihn gebunden. Du hast unser heiliges Wasser entweiht. Wir haben jeden Grund, dich zu töten. Sehr schlüssig. Man sollte dich den Gott des Rückblicks nennen. Allwissend im Nachhinein. Ziemlich frech, der Knabe. Ich beende die Inschrift. Baumeister, du bleibst bei mir. Ihr anderen geht. Elhas, zum Schutz. Okay, jetzt mal gucken, was passiert. Er lächelt. Wahrscheinlich hält er den Gegner nicht ab, sondern lädt ihn noch ein. Du feiger Wurm, Geißel meiner Sippe. Du brachst Eide und Schädel. Ich habe diesen Turm nicht gebaut, um deine Feinde fernzuhalten. Sondern einzuladen. Ich baute ihn, um dich einzusperren. Okay. Du dachtest, ich soll ohne Strafe oder Preis töten. Du und dein hohlköpfiger Sohn. Ihr Leben war der Preis für ihren Hochmut. Aber geil aussehen tut er schon. Der Kopf ist ungeschützt. Wie komme ich daran? Wow. Okay. Denn hochklettern hier. Die nehmen wir mal eben mit. Au! Gehen wir hier nochmal eine Runde weiter. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay, dann machen wir es mal auf die gute alte Art hier. Ah, hier, weg damit jetzt. Ein nerviger Pocken. Wow. Okay. Das war jetzt, Kann er den Kopf nicht... Oh, warte mal. Damit bin ich ja eben hochgekommen. Aber damit nicht. Wow. Erstmal vielen, vielen Dank für dein Follow an CODTV2. Jetzt hat er mich auch noch echt eingesperrt, ne? Knie vor mir. Und jetzt wird er... Du hast die neuen Welten geschaffen, doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Fast. Habe ich keine Pfeile mehr? Nee. Okay. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Sehr enttäuschend. Da hinten sind aber noch Pfeile. Die holen wir uns mal eben.
in der Story, ich weiß nicht genau. Ich weiß ja nicht, wie weit sie geht. Oh, das war aber ganz schön knapp. Oh, weiß ich jetzt aus dem Kopf leider echt nicht mehr. Grundsteine einer neuen Welt der Jötner sein. Haben aber eine Stärke. Niemand kehrt die Jahreszeiten um. Haben aber eine. Oh, warte. Sorge ich dafür, dass wir euch mitnehmen. So, jetzt aber. Wir haben aber eine Stärke von 133 oder so. Dann greifen wir den jetzt so an. Wir haben ja leider keine Pfeile mehr, oder gibt's hier? Nee. Da ist leer. Nee, da ist auch nichts. Gut, dann müssen wir jetzt komplett in den Nahkampf gehen. Hä? Wo bin ich denn hier? Was? Und dann sterbe ich? Was ist das denn für ein Bug? Wie gemein ist das denn? Mit dem Kopf durch die Wand hilft hier also nicht. Oh, ist das gemein. Oh, das ist echt gemein. Ihr Leben war der Preis für ihren Hochmut. So, jetzt aber hier. Mein Kopf ist ungeschützt. Wie komme ich daran? Ja, das machen wir gleich. Erstmal versuchen, so weit es geht, mit dem Nahkampf hier fertig zu werden. Oh, das ist ein nervig. Besser beschießen. Ja, ja. Das kommt noch. Verdammt, daneben. So. Bam. Ich frag mich, was dieses Licht zu bedeuten hat. Ja, und jetzt geh auf die Knie, Sklave. Du hast die neuen Welten geschaffen, doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Ah, verdammt. Na komm her. Gut, 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 gut. Genau. Hau mir noch eine rein. Und jetzt geht's hoch. Yeah. Eure Knochen werden die Grundsteine einer neuen Welt der Jötner sein. Eure Zeit ist vorbei. Niemand kehrt die Jahreszeiten um. Wenn wir untergehen, sorge ich dafür, dass wir euch mitnehmen. Komm, ein Schlag noch. Wisst ihr was? Enden wir jetzt mal mit einer Fähigkeit.
Und hasta la vista, Baby. Das Schild kann jetzt gerne hier weg. Okay. Ich hab's mir ein bisschen cooler vorgestellt. Ist der Jötun tot? Und seine Magie stirbt mit ihm. Beunruhigt dich das, Trickreiche? Oh. Was willst du andeuten? Steckst du dahinter, du ehrloser Verbieger der Wahrheit? Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett als Midgards Hallen fassen. Ausgerechnet, du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelpen gezeugt. Ich werde mich doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten maßregeln lassen, dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert. Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor, denk daran. Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll, nur doppelt so dumm. Du eitriger Hodensack voll der faulesten Absonderung von Ymirs Leiche. Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden. Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey. Das kannst du nicht. All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen, werden dich nur weiter auf seinem Pfad voranbringen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung. Hau ihn um! Lass ihn. Er wird kaum Schaden anrichten, solange sein Sohn in Gefangenschaft ist. Stopfen wir ihm das Maul mit Eisen, dann hört er auf zu plappern. Was nun, Weisester? Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt. Ragnarök kommt und wir sind nicht sicherer als zuvor. Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim. Sie nennen es Huga-Magie. Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen. Bis ich die endgültige Fessel habe, darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen. Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen. Ich wache über ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Dann überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin. Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren, werde ich mich dem Schicksal fügen. So, meine Lieben, und damit ist die Folge auch zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch in die nächste Folge mit ein. Und dann sehen wir uns da wieder. Macht's gut!